Ja, die Entwurfsidee stammt aus der Fragestellung, wie kann man an einem Ort wie diesem, Autohof, großer Pylon, Burger King, Hotel, wie kann man in dieser Welt der direkten Symbole eine Kirche errichten? Und dann überlegst du dir als Architekt, du kannst jetzt kleine, hübsche Details machen, die würden aber beide Welten, also diese reale, grobe Welt der direkten Symbole und das andere, beidermaßen runterziehen. Also war der Weg zu sagen, wir müssen die gleiche Direktheit anwenden. Und die Direktheit ist dann aus einer Diskussion mit meiner Mitarbeiterin entstanden, dass wir gesagt haben, das ist das Kirchenschild, was darauf hinweist. Was ist, wenn wir das Kirchenschild bauen, wörtlich? Das ist aber natürlich eine banale Idee erstmal. Und wir haben dann den Übergang gesucht, wann dieses abstrakte Logo ein interessantes Gebilde wird. Also man kann viel da drin sehen, Origami oder ein Batman oder Zipfelmützen. Also es gab viele Leute, die viele Assoziationen genannt haben und das ist uns wichtig. Ich glaube, wenn ein Gegenstand, wir nennen das so ein bisschen hochtrabend, eine Assoziationsdichte hat, dass man nicht genau sagen kann, was er ist, dann ist er ein interessanter Gegenstand und vermittelt zu etwas anderem möglicherweise. Aber es balanciert auf jeden Fall auf der Ebene, dass jeder direkt weiß, es ist eine Kirche. Der Innenraum war von Anfang an konträr gedacht zu dem Äußeren. Das Äußere abstrakt und das Innere warm, freundlich und magisch, sakral, in eine andere Welt vermittelnd. Und es war uns von Anfang an klar, dass es so eine Art kugelförmiger Raum war. Wir haben aber sehr lange daran gearbeitet, um dann diese Lösung mit diesen Holzrippen zu finden, die nach unserer Meinung genau das schafft. Sie schafft einen sakralen Raum, sie spielt stark mit dem Licht, sie ortet die Kirche sehr stark in der Jahreszeit und im Tag an. Und sie schafft eben durch die Atmosphärik des Holzes eine auch freundliche und angenehme Stimmung. Das natürliche Licht, was durch die Oberlichter einfällt, lässt ja die Rippen erglühen von hinten. Und im Endeffekt haben wir das mit dem künstlichen Licht simuliert. Also außer der, den man jetzt sieht, um den Raum hell zu machen, um zu beten oder etwas abzulesen, ist die künstliche Beleuchtung überhaupt nicht zu sehen. Sie simuliert im Verborgenen das Gleiche, was das Tageslicht tut. Mich treibt an, dass ich es ein enormes Vergnügen finde, mir für Orte, für Gruppen, für Menschen, für menschliche Probleme Behausungen auszudenken. Das ist wie ein Puzzle, was man löst, wie eine mathematische Aufgabe, die viele Variablen hat. Und die Variablen zu bewerten und dann einen Kurs zu finden und den zu entwickeln und durchzuarbeiten. Und es materialisiert sich ja hinterher. Das ist natürlich das Tolle an der Architektur, dass dann etwas ist, wo wir jetzt drin stehen können und uns unterhalten können. Und das finde ich immer noch einen berauschenden Vorgang, der unvergleichlich schön ist.